Nach 5 Jahren ist Nora Reiche wieder an ihre alten Wirkungsstätte zurück. Dort, wo sie das Handballspielen erlernt hat. Mit ihren 2 Champions League-Titeln, den 3 dänischen und den 2 deutschen Meistertiteln im Gepäck, zieht sie zweifelsohne zu den erfolgreichsten deutschen Handballerinnen. Mit ihrer Erfahrung will sie nun auch dem HC Leipzig helfen, nach 2 titellosen Jahren wieder ganz oben mitzuspielen. Einen kleinen Schritt haben die Leipzigerinnen gleich zum Saisonauftakt getan. Der HCL gewann gegen Bayer Leverkusen 29-27. Ich hoffe, dass ich dem Team damit helfen kann. Also es ist klar, dass man Erfahrung braucht. Die habe ich in den letzten Jahren gesammelt. Aber ein junges Team hat natürlich auch Vorteile. Viele, die brennen noch sehr und sind noch richtig frisch und locker in den Knochen. Also ich hoffe, dass es eine gute Kombination ist in dem Team. Bis die 28-Jährige jedoch ins Spielgeschehen eingreifen konnte, dauerte bis zur 2. Halbzeit. Dann aber war sie zur Stelle, behielt in den entscheidenden Situationen den Überblick und steuerte mit ihren Zuspielen und Treffern wichtige Akzente zum Sieg bei. Schon seit der Erwärmung, da war das Kribbeln wieder da. Es ist so eine tolle Halle. Die haben sie jetzt nochmal so schön umgebaut. Wenn die Halle voll ist mit so vielen Fans, die einen anfeuern, da ist eine ganz spezielle Atmosphäre da. Auch ihren Mitspielerinnen war die Nervosität anzumerken. Immer wieder vergab Leipzig Großchancen. Allein 7 vergebene Strafwürfe standen am Ende zu Protokoll. Dadurch verpasste es der HCL, Leverkusen auf Distanz zu halten. Hingegen trumpften die Gäste auf, gingen ihrerseits in der 51. Minute mit 23-21 in Führung. Ich denke, wir haben 56 Minuten lang gezeigt, was wir können. Wir haben teilweise sehr gute Sachen gespielt, dass es am Schluss nicht gereicht hat. Ja, sehr schade, das haben wir einfach in den letzten Minuten im Kopf verloren. Hätten wir ruhiger spielen müssen. Ansonsten können wir viele positive Sachen aus dem Spiel mitnehmen, also ganz klar. Ja. Im Endeffekt hat auch die größere Bank entschieden für Leipzig, weil er hat halt andere Alternativen. Ich habe nach dem Ausfall von Ruta Lattakaitė nur noch eine Auswechselspielerin gehabt und dann fehlt die Kraft. Am Ende haben wir so 4 Minuten so ein bisschen, ja, den Kopf verloren, daran müssen wir arbeiten, aber wie gesagt, ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden, aber mit dem Spiel 56 Minuten bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja. In einer hitzigen Schlussphase behielt Leipzig schließlich die Nerven und kämpfte sich zurück in die Partie. Genau, das ist unsere Stärke, dass wir auch in die schwerste Phase uns zusammenbeißen könnten als Mannschaft und die Wechsel, die Leute, die draufkommen, machen genauso gut wie die erste Aufstellung. Der Sieg war besonders für die Psyche wichtig, wie Nora Reiche findet. Ich hoffe, dass wir uns da echt dran hochziehen können und selbstbewusst ins nächste Spiel zu gehen oder überhaupt die nächste Saison so durchzustarten, ja.